Einen schönen guten Morgen, liebe Friedenstunnel-Freundinnen, liebe Friedenstunnel-Freunde, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren. Wir freuen uns, dass Sie wieder da sind. Wir freuen uns auch, dass wir wieder da sind. Wir hatten nämlich einen kleinen Infekt, jetzt sind wir wieder da und Sie auch. Also herzlich willkommen unsere beiden wunderbaren Musiker Dieter Weische und Franz Fendt. Ein dicker Applaus. Die beiden sind zwei sehr liebe Freunde von mir. Also heute bin ich von Freunden umgeben. Von vorne die Friedenstunnel-Freunde und von der Seite die Musikerfreunde. Das ist ganz was Besonderes. Die beiden machen nämlich fantastische Musik der ganz eigenen Art. Sie nennen sich heute, die treten ja in verschiedener Formation auf, heute sind die beiden The Sound Sherpas. The Sound Sherpas, das ist nochmal ein Applaus wert. Moment. Sherpas deshalb, weil ich so viele Instrumente schleppen muss. Er nicht, er hat mich reduziert. Naja, wollen wir mal schauen. Wir lassen uns überraschen. Er redet viel und nachher ist es anders. Also vielleicht ist es ja so, vielleicht ist es auch anders. Also ich höre jetzt auf zu quasseln. Ich bin Regina Heixer, dieses hier ist der Friedenstunnel. Sie sind da, wir haben im 7. Jahr Friedensklänge im Friedenstunnel und wir fangen an. Dieter Weische, Franz Fendt, viel Spaß! Das ist der Küchenwecker von meiner Mutter. Der hat seit der Währungsreform 1948 lange Jahre treuen Dienst getan. Friedlich in der Küche. Die ganzen Kriege zwischen meinen Eltern hat er mitgestoppt. Aber er ist friedlich geblieben. Wir widmen diesem friedlichen Ding heute unser Konzert für den Küchenwecker. Aber ich stelle ihn auch, damit es nicht über eine halbe Stunde wird. Thank you.
Thank you.
Das Stück hieß Spaziergang im Rapsfeld. Ja, es stimmt.
komm auf den Wecker. Oh, der ist kulant. Super. Dann improvisieren wir noch ein bisschen auch. Ja? Das war's. Noch eins. Also wir lassen uns jetzt auch überraschen.
Dankeschön. Alles gut? Der Wecker hat eine friedliche Schutzfunktion. Wir haben trotz Zugabe noch 4 Minuten. Ja, da werden wir mal gleich gucken, was wir machen. Also ich muss das kurz erläutern. Es war neulich auch im Weserkurier ein Artikel. Straßenmusiker dürfen eine halbe Stunde spielen und vor allen Dingen ohne Verstärkung. Sonst kommt die Polizei, die schon am Anfang da war, um zu gucken, ob auch alles korrekt ist. Also wir sind an die halbe Stunde gebunden und ich möchte auch immer noch einen der zahlreichen Texttafeln vortragen und dann gucken wir immer noch mal, was ist. Also die Texttafel, die ich heute vortragen möchte, widme ich auch den beiden Herren hinter mir, weil ich die so gerne habe. Und das ist von Daisaku Ikeda. Quellwasser, das aus der Erde hervorsprudelt, kann eine Wüste in eine Oase verwandeln. Auf die gleiche Weise können das Mitgefühl und die Weisheit, die aus dem menschlichen Herzen hervorsprudeln, diesen Planeten in einen Reich des Friedens und des Glücks verwandeln. Und ich glaube, ihr habt das gerade gemacht. Mit eurer verrückten Musik, der Soundsherpas, mit den Klängen, die irgendwie aus dem Osten kommen oder aus eurem Herzen oder aus euren Musikinstrumenten, wie auch immer, habt ihr gerade unsere kleinen Planeten hier im Friedenstunnel in eine kleine Oase des Friedens verwandelt. Herzlichen Dank euch beiden hinter mir. Unser Friedenstunnel strahlt jetzt schon im 7. Jahr, aber das Projekt ist anlässlich des 11. September 2001 entwickelt worden. Von meiner Person aber hinter mir steht und neben mir steht auch ein fantastischer Verein, Friedenstunnel Bremen setzt ein Zeichen. Wer uns unterstützen möchte, unter anderem dieses Licht, was hier jeden Tag 24 Stunden leuchtet und jeden Monat 450 Euro kostet, und wir versuchen das über Spendengelder einzuwerben, weil das nicht die Stadt finanziert, der möge eins unserer fantastischen Friedenstunnel-Kartensets erwerben. 10 Euro oder auch mehr, wie Sie wollen, aber für 10 Euro sind Sie dabei mit 30 Postkarten hier aus dem Tunnel, mit den Texttafeln, mit den Mosaik-Friedensworten, mit wunderbaren Ansichten dieses Friedensbauwerks. Bitte unterstützen Sie uns und dieses Bauwerk, dass es erhalten bleibt. Und deswegen sage ich das jeden Sonntag, wenn Sie dabei sind, freue ich mich. Jetzt nochmal ein dickes Dankeschön an Franz Fendt und an Dieter Weiche, meine besonderen Musikerfreunde. Kurzen Hinweis, nächsten Sonntag geht es weiter. Da spielt Michael Gerdes und Ralf Stahn, ein Singer, ein Songwriter. Michael Gerdes wird den Sommer in unser Zimmer holen, wie jedes Jahr, das hat er schon mal. Aber er wird auch von Australien singen und von Spinnen, die spinnen. Wie auch immer, lassen Sie sich überraschen. Und Ralf Stahn ist ein Kontrabassist, lohnt sich auch. Jetzt nochmal ein dickes Dankeschön an die beiden Herren. Wenn Sie noch eine mini kleine Zugabe ganz zum Schluss haben, so ein kleines Intermezzo à la carte, würde ich mich freuen. Seid ihr dabei? Eine Minute haben wir noch. Herzlichen Dank. Ich stehe gleich hier. Drei Euro von Flohmarkt, ein kleines Mädchen. 3 Euro gehandelt. Aber nicht zum Anbieten, sondern nur zum Zeigen. Also Premiere. Noch nie mit dem Ding gespielt hier? Vor Publikum. Er hat noch nicht. Er muss ans Hang jetzt. Weiß ich nicht. Wollen wir mal gucken. Schauen wir mal. Thank you.
Applaus.